Ja, hallihallo, liebe Mitreisende. Ja, wir machen einen kurzen Zwischenstopp und schauen uns mal wieder weiter um. Fest verriegelt. Oder auch nicht. Warte mal, da saß doch gerade jemand. Bestimmt Pierre. Hallo, Pierre. Ich möchte einen Schlüssel zum Gepäckwagen. Nehmen Sie bitte einen von mir. Warum haben Sie mehr als einen Schlüssel zum Gepäckwagen? Ich helfe häufig beim Laden und Entladen an den kleineren Bahnhöfen. Manchmal muss ich den Händlern einen Schlüssel ausleihen. Guten Tag, Monsieur. Immer wieder gern. Das heißt, wir können jetzt auch endlich gucken, was Pierre da vielleicht im Gepäckwagen so getrieben hat. Ja, das habe ich noch nicht vergessen. Nebenbei können wir auch noch mit den Leuten reden. Hallo, Monsieur. Wie soll ich mit Ihnen sprechen, wenn meine Zähne so klappern? Okay. Sie haben mich überzeugt. Erstmal die Heizung reparieren. Schauen, sind Sie auch so übermäßig fragil? Es tut mir leid. Ich mache mir viel zu viel Sorgen um das Wohl meiner Frau, um jetzt mit Ihnen zu sprechen. Wir müssen einen Weg finden, die Heizung wieder in Gang zu bringen. Okay. Mademoiselle, ich muss mich um meine Aufgaben kümmern. Können wir uns vielleicht nachher unterhalten? Irgendwie will keiner mit mir reden. Die Tür des Gepäck. Die ist ja hier drauf. Ah, das war ja schon. Das wird nichts helfen. Aber so. Der Schlüssel hat gepasst. Juhu. Dann schauen wir uns endlich mal hier um. Diese Güter werden verladen. Sie gehören niemandem, der zurzeit im Zug ist. Sehr interessant. Okay, was ist interessant? Sehr interessant. Alright. Das heißt, wir müssen dann irgendwann wiederkommen. Sehr interessant. Sehr interessant. Ja, ist doch immer wieder schön. Es sieht schlimm aus da draußen. Sehr interessant. Okay, also können wir hier erstmal nichts machen. Obwohl. Das ist die Frachtgutliste. Daraus geht hervor, dass in Belgrad drei Fässer geladen wurden. Eines mit Olivenöl, eines mit Honig und eines mit Essig. Außerdem wird eine gesicherte Sonderfracht erwähnt, die in Istanbul geladen wurde. Aha. Interessant, interessant. Diese Gegenstände gehören keinem der Passagiere. Ich will den Ruf der Eisenbahngesellschaft nicht schädigen, indem ich sie ohne guten Grund durcheinander bringe. Okidoki. Sollen wir wohl mal rausgehen? Diese Tür nach draußen wurde auf Anordnung von Monsieur... Okay, also müssen wir ganz woanders hin. Ah, hier können wir scheinbar abkürzen. Dann versuchen wir es doch mal. Haha! Verriegelt. Vermutlich, damit die Wärme nicht am Zugpersonal vergeudet wird. Die meisten von ihnen sind in diesem Wagen untergebracht. Eine Einstellung, die ziemlich veraltet ist. Ja, Sauerei. Pierre, kannst du uns aufschließen? Verzeihen Sie mir bitte, Mademoiselle Marceau, aber könnten wir uns später unterhalten? Gut, dann halt nicht. Sauerei. Diese Radierungen sind meisterhaft.
Ja, sieht doch schick aus. Eine Lawine, ein Mord und jetzt keine Heizung. Eine unglückliche Reise für uns alle. Okay, die werden wir wirklich erst dann reden, wenn wir die Heizung repariert haben. Na gut. Das heißt, wir müssen irgendwie hier raus. Diese Tür ist fest. Super. Sehr schön. Sie muss festgeklebt oder auf andere Weise gesichert sein. Oder kommen wir vielleicht hier irgendwie raus? Ja, ich bezweifle das, aber wir können ja mal schauen hier. Das scheint eine Sicherheitstür zu sein. Sie ist dementsprechend fest verriegelt. Mhm. Die Wolken sehen ziemlich bedrohlich aus. Diese Tür nach draußen wurde auf Anordnung vom... Ja, verständlich. Nur wie sollen wir die Heizung reparieren können? Dann schauen wir uns hier nochmal um. Gehen jetzt einfach mal jede Tür durch. Fest verriegelt. Natürlich. Und bei McQueen? Diese Tür ist fest verriegelt. Mann, wie misstrauisch die Leute hier sind. Na dann halt Schmidt. Ah, hier geht's also rein. Ich sehe nichts von Interesse. Nichts zu sehen. Können wir uns später unterhalten? Okay, okay, Miss Schmidt. Nichts zu sehen. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Schon wieder eine Katastrophe. Was wird nur aus uns? Oh je, was wird nur aus uns? Keine Sorge, Madame. Fest verriegelt. Ich brauche im Moment nichts weiter aus meinem Koffer. Vielleicht warme Kleidung. Mein ja nur. Was ist das? Danke, dass du es mir sagst. Gretas Bibel, okay. Was für relevante Passagen. Ist doch schön, wenn das Spiel einen einweiht. Okay, das Poirot, der hat garantiert nichts für uns. Vielleicht ja der Tote. Ja, da haben wir eigentlich auch schon alles durchsucht. Okay. Ja. Nee, jetzt, oder? So kommen wir raus. Matteo, haben Sie Mr. Hartman gerade hier gesehen? Nein, Senorita. Wie soll das denn gehen? Er kam gerade durch dieselbe Tür. Senorita, wenn wir keine Möglichkeit finden, das gebrochene Rohr zu ersetzen, stehen unsere Chancen sehr schlecht. Schon klar. Ach, jetzt können wir raus, ja. Aha. Der Schnee ist viel zu tief, um sich ohne Schneeschuhe bewegen zu können.
Okay, danke, Geist in meinem Kopf. Aber schon mal gut zu wissen, dass wir es können. Hallo, Mr. Lokführer. Bitte, Sie müssen mir helfen. Mein Magen. Oh Mann. Brauchen Sie einen Arzt? Nein. Ich brauche Essen. Ich verhungere. Oje, oje. Wenn Sie zum Speisewagen gehen, gibt Ihnen der Koch bestimmt etwas zu essen. Sie verstehen nicht. Klaus, der Chefkoch, ist ein Künstler. Seine Fleischgerichte, seine Soßen. Aber selbst das zarteste Fleisch muss gekaut werden. Ja, das weiß doch jeder. Ja, das ist wahr. Ich habe viel zu tun. Ich arbeite hart. Ich habe wenig Zeit für unwichtige Dinge. Unwichtige Dinge? Es ist so. Sie werden mir verzeihen. Ich hatte mir die Zähne seit vor dem Krieg nicht mehr geputzt. Oh. Die Zahnärzte in Istanbul sind Teufel. Dieser eine, er hat mich nicht geheilt. Nein, er zieht mir alle Zähne. Aber das neue Gebiss, das er gemacht hat, passt nicht richtig. Oha. Es muss angepasst werden. Er schickt es nach Triest. Triest, denke ich, gut, der Zug wird Triest in nur 2 Tagen durchfahren. Ich kann 2 Tage lang mit Suppe überleben. Aber jetzt könnten wir eine Woche lang oder noch länger feststecken. Sie erinnern sich an 1929? Es ist vorgekommen. Es könnte wieder passieren. Monsieur braucht... Fleisch. Um es zu kauen? Zähne. Sobald ich gegessen habe, werde ich ewig in Ihrer Schuld sein. Dann können Sie alles von mir haben. Monsieur, heute ist Ihr Glückstag. Ich habe ein Gebiss für Sie. Ich kann Ihnen dafür wenig anbieten. Ich weiß nichts über den Mord, aber herzlichen Dank. Das Gebiss ist vom Toten. Oh Mann, aber scheint ihr mich sonderlich zu stören. Monsieur, ich brauche dringend Ihren Hammer. Ich würde alles für Sie tun, Mademoiselle, nachdem Sie mir so geholfen haben. Aber ich brauche den Hammer, um den Kesseldruck zu kontrollieren. Wenn Sie dafür einen passenden Ersatz für mich finden, können Sie ihn haben. Alles klar. Junge Dame, bitte greifen Sie zu. Nehmen Sie, was Sie wollen. Mann, ist der nett und freundlich geworden. Danke für dieses herrliche Gebiss, Mademoiselle. Ja, was man nicht alles tut für die Leute hier. Ich werde jetzt wie ein Sultan essen können. 1000 Dank. Ja, viel scheint er ja nichts zu sagen gehabt. Selbst wenn ein Rettungszug kommt, er wird eine Weile brauchen, um diese Lawine zu beseitigen. Nein, ich wollte noch wieder rein, danke. Glaub, ich habe einen Ersatz. Wir haben doch noch den Totschläger. Das war nicht so gut wie ein Hammer, aber vielleicht klappt es ja. Ich glaube, ich habe einen passenden Ersatz für Ihren großartigen Hammer. Was für ein wunderbarer Gegenstand. Das passt ausgezeichnet. Sie können den Hammer gerne haben. Supi, danke. Jetzt haben wir eine schöne Mordwaffe. Aber na gut. Jetzt können wir hier ja alles durchsuchen. Ja, gut. Ganz gewöhnliches Klo. Ein leeres Abteil. Wirklich so leer? Oh, da ist was. Was ist das? Kein Strom. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, es in Gang zu setzen. Mhm. Gut zu wissen. Werden wir schon hinkriegen. Matteo. Aha.
Aha, was hat der denn alles Feines? Matteo Rivera, Zugschaffner. Aha, aus Spanien. Nichts zu sehen. Außer braune Schuhe. Ja, das nächste sollte leer sein. Bei dem Wetter wäre ich am liebsten drin. Verständlich, zum Glück bist du ja drin. Konstantin. Doktor der Medizin. Ah, aus Griechenland. Oh. Zu wissen. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Sehr interessant. Aha. Da ist nichts weiter zu sehen. Oh. Ich habe es bereit. Ja. Petit. Interessant. Für Poirot scheinbar nicht, aber war doch gut zu wissen, wofür auch immer. Der Lokomotivführer. Der ist uns eigentlich sehr gut gesonnen, also. Aus der Türkei ist der Gute. Nichts zu sehen. Natürlich echte Stiefel für den guten Mann. Und kein Gepäck. Wow. Und Kläuschen. Na, der hat wenigstens noch Gepäck. Der Pass von Klaus. Ich werde ihn zu den anderen legen. Gut zu wissen. Gibt's denn hier sonst noch irgendwas? Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ja, das habe ich auch erwartet. Ein Lernabteil sollte auch nicht sein. Okay. Sehr interessant. Das ist da immer sehr interessant. Okay. Eine Ankündigung. Nee, so klappt das natürlich nicht. Ja, zum nächsten Lokomotivführer. Okay, auch wieder Stiefel. Aha, Handschuhe. Die werden doch bestimmt nützlich werden irgendwann. Der Heizer. Und Lucien noch. Was hat der wohl zu verbergen? Ich sehe nichts von Interesse. Auf jeden Fall schicke Schuhe hat er.
Diese Tür ist fest verriegelt. Na super. Für jedes Bedürfnis wird gesorgt. Wieso hat das Personal ein Klo? Ist doch auch schon mal was.